willkommen auf meinem Kanal Das Wollmilchschaf. Ich bin die Birgit und diesmal möchte ich etwas ausprobieren, nämlich was ist günstiger? Na, jetzt seid doch mal ein bisschen brav hier. Was ist günstiger? Und zwar die Schafe ein- oder zweimal im Jahr zu scheren. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich die Schafe so ganz klassisch einmal im Jahr im Frühjahr geschoren habe. Jetzt habe ich das mal ausprobiert. Ich habe im vorigen Jahr auch noch ein paar Schafe im Herbst geschoren und ich möchte gerne diese Wolle dann vergleichen. Was ist günstiger? Wie wirkt sich das auf das Spinnen aus? Was ist günstiger? Das ist hier die Erika und das ist so ein Vlies, ja. Wenn ihr seht, wie schön das ist. Ja, das ist wunderschön. Also da geht die ganze Hand rein. Das sind so ungefähr 12 cm oder mehr hier. Seht ihr ein richtig schönes Vlies. Ja, also die war jetzt fast ein Jahr nicht mehr weit. Und im Vergleich dazu habe ich jetzt hier zwei Schafe, die habe ich im Herbst geschoren. Kommst du mal her, Agnes? Wenn ihr euch die mal anschaut, da ist das Fell, also die Wolle natürlich wesentlich kürzer. Also das sind jetzt also ungefähr 5 cm und wir haben jetzt Februar, ich habe die im September geschoren. Das heißt, ich werde sie dann so im März wieder und dann werden wir uns mal ausprobieren, wie sich das beim Spinnen auswirkt. So, jetzt sind wir also drinnen und ich habe hier die Wolle im Vergleich. Das ist hier die Wolle von der Erika, die also im vorigen Frühjahr geschoren wurde und jetzt wieder im Frühjahr, also so eine Ganzjahreswolle. Ich zeige euch die mal aus der Nähe. So sieht die also aus und ja klar, an bestimmten Stellen ist natürlich ein bisschen Schmutz dran, aber so im Großen und Ganzen ist die Wolle ganz schön. Mit so einer Wolle arbeite ich also jetzt seit Jahren, so habe ich das immer gemacht. Also auch der Pulli ist aus so einer Ganzjahreswolle geschoren. Und jetzt im Vergleich dazu haben wir hier mal, das ist von der Agnes, die ich also jetzt zweimal geschoren habe. Das heißt, ich habe sie einmal im Herbst geschoren. Das war diese Herbstwolle hier. Und das war jetzt das, was ich im Frühjahr geschoren habe. Und interessanterweise ist die Herbstwolle fast ein bisschen schmutziger. Die hat hier solche Stellen, also die Spitzen, sieht man das gut, ja, die Spitzen, die sind so etwas zusammengeklebt. Ja. Ist natürlich kein Problem, also waschen, kadieren, dann ist das auch weg. Im Vergleich dazu ist die Frühjahrswolle, ich möchte sagen, die ist viel, viel flauschiger irgendwie, ja. Und die hat also keine solchen zusammengeklebten Spitzen. Und was jetzt die Länge der Fasern angeht, ich habe das jetzt mal hier so als Vergleich. Das ist die Ganzjahreswolle von der Erika. Und hier habe ich also zweimal Halbjahreswolle oder wie man das nennt. Das war die Herbstschuhe und das war jetzt die Frühjahrsschuhe. Also das heißt, ja, man muss sich das so vorstellen, das wäre jetzt die ganze Schuhe. Also ich habe einfach hier im Herbst geschoren und das ist nachgewachsen. Hier sieht man also diese etwas verklebten Spitzen, die ich im Herbst hatte. Und im Vergleich jetzt nochmal von der Länge her, die Ganzjahreswolle, also naja, es ist in etwa doppelt so lang, die Ganzjahreswolle. Aber
auch diese Wolle ist gut zu verarbeiten. Und ich habe da bereits Wolle gewaschen, kadiert und auch damit gesponnen. Allerdings habe ich jetzt hier im Vergleich braune Wolle vom braunen Schaf. Das sind ja alles Milchschafe, die sind also gleich von der Wollqualität, unterscheiden sich eben nur in der Farbe. Hier habe ich eine kadierte Wolle noch vom vorigen Jahr. Das ist also so eine Einjahreswolle. Und hier habe ich jetzt diese Halbjahreswolle aus der Frühjahrsschuhe. Die habe ich eben auch gewaschen und durch das Kadiergerät gelassen. Und wenn man das so sieht, sieht es gleich aus. Aber es ist natürlich klar, wenn ich hier so ziehe, die Fasern, die sind, das merkt man halt, die sind kürzer, ja, beim Spinnen. Hier dagegen, da kann ich also, wenn ich es hier so angreife, da kann ich natürlich, ich kann da praktisch gar nicht ausziehen, ja. Also ich muss hier hintergehen, wenn ich hier ausziehen will zum Spinnen. Und dementsprechend ist das natürlich eine super Wolle für einen kurzen Auszug. Und die Wolle hier, also die muss man fast schon im langen Auszug spinnen. Man kann auch einen kurzen Auszug machen, aber langer geht besser. Und jetzt habe ich auch einmal Garn. Das ist Garn aus der Halbjahreswolle, also aus dieser hier gesponnen. Und das ist ein Garn, also das ist schon älter. Das ist vom vorigen Jahr noch. Aber das ist eben genau von diesem Schaf. Und ich komme da jetzt auch nochmal vor. Wenn ihr euch wundert, das ist so dünn. Ich bin gerade so im Webgarn-Modus, weil ich habe ein Webprojekt vor mir. Und gerade beim Weben ist es ja so, da braucht man Fäden, die nicht reißen, also die Kettfäden. Und da kommen wir jetzt zu was, das ist also die Ganzjahreswolle. Also die, na, die kann man praktisch nicht abreißen oder nur sehr schlecht. Ja. Die ist sogar als Kettgarn geeignet. Und das ist jetzt die Halbjahreswolle. Also die reißt schon relativ leicht ab. Ich meine, sie geht auch. Ja. Das heißt, um jetzt normales Strickgarn zu machen, die meisten von euch, die werden wahrscheinlich eher stricken als weben. Für Strickgarn geht es wunderbar und ja, das wird sehr schön flauschig. Als Webgarn könnte man das nur als Schussgarn verwenden. Also das Kettgarn, ja, vielleicht kann ich auch noch an meiner Spinntechnik arbeiten, aber als Kettfaden würde ich jetzt die Ganzjahreswolle nehmen. Aber ansonsten ist das, ist diese kürzere Wolle oder diese Halbjahreswolle, die lässt sich sehr schön verarbeiten. Es ist also einmal weniger Schmutz. Ich habe auch weniger so Blätter und Heu und so Zeugs da rausgesammelt. Also bei der Ganzjahreswolle, das ist jetzt natürlich hier schon schön sauber, aber da ist mehr Einstreu und Heu und alles Mögliche mit dabei. Ist also hier von Haus aus reiner, auch vom Waschen her ist relativ schnell gewaschen, ja. Und es hat sich auch sehr gut kadieren lassen. Also ich habe das mit der Kadiermaschine natürlich gemacht. Aber es ist auch alles schon so offen, so schön. Also ja, es macht Spaß in der Verarbeitung. Bei der Ganzjahreswolle ist es häufig so, das sind hier jetzt ganz schöne Locken, aber da ist es doch manchmal etwas zusammengefilzt schon, ja. Es kommt doch immer darauf an, wie der Winter ist. Also ich habe, naja, man kann sich ja heute nicht mehr darauf verlassen, dass der Winter ein Winter ist. Und wenn der Winter so ein Regenmatschkacke ist, dann hat man halt auch diese ganze Matschkacke da in der Wolle.
Und der vorige Winter, der war ja ganz okay, aber das Jahr davor, da hatten wir so einen Matschwinter und da hatte ich also eine schrecklich schmutzige Wolle. Und wenn die Wolle jetzt kürzer wäre, wäre das wohl auch besser zum Waschen gewesen. Und wie gesagt, kandieren und spinnen, es macht beides Spaß. Sowohl die langfaserige als auch die etwas kurzfaserige Wolle. Und ich werde jetzt in Zukunft meine Schafe praktisch teilen. Also ich werde jetzt immer einen Teil der Schafe zweimal im Jahr scheren. Und bei ein paar werde ich da weitermachen und die, damit ich eben auch diese ganz langen Fasern bekomme. Im Hinblick auf mein Webprojekt für meinen Kettgarn. Und ja, dann muss ich natürlich auch sehen, wie es meine Kunden annehmen, weil einen Großteil der Wolle verkaufe ich ja. Und ich habe immer so meine Stammkunden, die kommen dann schon immer sagen, aber scherst du deine Schafe? Wenn ich jetzt zu denen sage, ich habe jetzt da was Neues im Angebot, man weiß ja nicht, ja. Der Kunde ist ja ein seltsames Wesen. Aber vielleicht schätzen die das auch, weil sie haben ja dann hier mit dieser Wolle eindeutig weniger Schmutz, den sie dann mitbekommen. Und ja, ich werde das jetzt dann immer weiterführen. Dann machen wir jetzt abwechselnd einmal im Jahr scheren, zweimal im Jahr scheren. Und ich kann mich im Prinzip durch dieses zweimal im Jahr scheren auch ein bisschen absichern für den Fall, dass wieder so ein richtiger nasser Winter ist. Dann habe ich zumindest einen Teil Wolle, die ja etwas leichter zu waschen ist. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr findet mich übrigens auch auf Facebook. Da gibt es das Wollmilchschaf, wenn ihr mir schreiben wollt. Ansonsten schreibt unten in die Kommentarzeile, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.